Das WLT feierte am 5. September 2017 das Richtfest seines neuen Proben- und Logistikzentrums neben dem Europaplatz. Herr Benkfort verlas den Richtspruch und Günter Wohlfahrt, kaufmännischer Leiter des WLT, hielt die Ansprache. Hier entsteht ein modernes, funktionales Proben- und Logistikzentrum. Eine Lagerhalle für die technischen Abteilungen und die Requisite, zwei Probebühnen. Auf einem 4000 Quadratmeter großen Gelände entstehen eine 750 Quadratmeter große Lagerhalle und ein 650 Quadratmeter großes Probenhaus. Aber zuerst musste die schadstoffbelastete Fläche zwischen dem Westfälischen Landestheater und dem Sportplatz saniert werden. Nicht nur der Baubeginn verzögerte sich, sondern die Kosten haben sich dadurch mehr als verdoppelt. Das 1,5 Millionen Euro teure Projekt wurde zu einem großen Teil aus Landesmitteln finanziert. Ende des Jahres soll eine große Einweihungsparty stattfinden. Das gesamte Interview mit Günter Wohlfahrt sehen Sie im Oktober-Magazin von KAS TV.